Ihr könnt euch das bestimmt alle locker leisten. Übrigens, wenn man in einen Polizeiwagen fährt, dann verfolgen die einen sofort. Im Gegensatz zu einem normalen Fahrzeug. Aber das könnte man sich auch so ganz denken. Och man, ich will in einem schnelleren Fahrzeug fahren. Wow, wow, wow. Oh Gott. Ich muss hier immer letzte Sekunde ausweichen, das ist ja unglaublich. Ihr Ziel ist noch 3 Kilometer entfernt. Alles klar. Boah, pass bloß auf. Das war knapp. Ihr seht schon, das dauert schon ein Weilchen und die Ihr Fahrt Ziel nach oben, noch 2 Kilometer also nach ganz oben zur Insel, ist glaube ich so etwa 60 Kilometer oder so, also ist noch fünfmal so lange. Kilometer entfernt. Also ich sag schon, das dauert schon ein Weilchen. Deswegen werde ich das hier auch in verschiedene Parts unterteilen, denn Ihr Ziel ist noch 1 Kilometer entfernt. Das Praktische, jede Strecke, die wir schon gefahren sind, können wir dann hinteleportieren. Das heißt, wir müssen die Strecke eigentlich theoretisch gesehen nur einmal durchfahren und dann haben wir es schon. Ihr Ziel ist noch 500 Meter entfernt. Deswegen, ja, so. Und das sind wir. Ihr Ziel erreicht. Bei Volkswagen. Schön, schön. Was für... Okay, es gibt gute Fahrzeuge. Die klassischen, die richtig coolen Anhalter-Herausforderungen kann ich auch alle erledigen. Oh Gott, wie geil ist der Wagen denn? Einzelspieler-Zeit-Herausforderung. Okay, klar, werde ich versuchen. Oh Gott, man kann hier nur ein Fahrzeug kaufen, aber mir ist es so egal. Das hier sieht einfach nur... Oberhammer geil aus. Okay, von hinten sieht scheiße aus. Seht euch das mal an. Hier ein bisschen runder gewesen. Aber von vorne sieht es einfach nur spitzenmäßig aus. Echt. Cool. Auf so Autos freut man sich doch. Gut, dann fahren wir mal zu dem Shop hier. Ah, dort hat sogar Aston Martin. Ihre Reiseroute wird neu berechnet. Ich merke gerade, es gibt eigentlich nur wenige Automarken, die ich nicht mag. Aber es gibt auch ein paar, die ich nicht ausstehen kann. Oh nein. Ihr Gar Ziel keinen ist Fall. Noch 2 Kilometer entfernt. Ja, geh aus dem Weg. Man kann auch... Ihr Ziel ist noch 1,5 Kilometer entfernt. Man kann, ihr seht hier unten die blauen Punkte, man kann gegen die auch Rennen fahren und so Geldwetten machen. Zum Beispiel, wenn ich gewinne, dann ich zahle 1.000, du zahlst 1.000, der Gewinner kriegt das Geld und so ein Zeug. Sowas gibt's auch. Und anscheinend verfolgen die mich. Die wollen echt ein Rennen gegen mich machen. Na, könnt ihr vergessen. Verdammt! Hier wollte ich gar nicht hin. Ach, ärgerlich. Um mehr Garagenplatz zu bekommen, sehen Sie sich in Ihrer Immobilienagentur das Angebot gut geeigneter Grundstücke an. So, schön, jetzt sind wir hier. Was will ich überhaupt hier? Okay, ein paar schicke neue Häuser werden wir uns bestimmt auch kaufen, aber dafür haben wir einfach zu wenig Geld. Sie fahren in die falsche Richtung. Bitte wenden. Gut. Unser eigentliches Ziel ist hier noch gut 600 Meter entfernt. Ihr Ziel ist noch 500 Meter entfernt. Oh, fängt es an zu regnen. Ach nee, wieso das denn? Das gefällt mir Sie aber bestimmt Ihr nicht. Ziel. Gut. Und hier wären wir bei European Classics. Bei alten Oldtimer. Nicht auf Lager. Was hat das denn zu bedeuten? Reservieren.
Was seid ihr nicht auf Lager? Wenn ich da bin, dann muss es auf Lager sein. Ah, so alt waren. 3 Millionen. Spinnt ihr ein bisschen? Das sind so typische Wagen, in denen man einfach nur so angeben kann, finde ich. Also einfach so sagen, ihr guckt mal, was für ein Wagen ich habe und sowas. Für mehr ist der eigentlich nicht gut. Also für Geschwindigkeit bestimmt nicht. Da ist sogar ihre Reiseroute mein, neu berechnet. Mein Audi schneller. Aber wirklich. So. Gut, jetzt geht's weiter geradeaus. Und ein Unfall. Ich sag nur eins. Haha. Gut, soweit dazu. An der nächsten Kreuzung links abbiegen. Links abbiegen. Und falls ihr euch, ein paar von euch fragen, wieso fährst du nicht durchs Gras, denn das würde theoretisch auch gehen, ganz einfach, damit wir jede Strecke gefahren haben und dementsprechend mehr Erfolge freischalten. Außerdem, auf der Straße fährt man sowieso viel schneller, also ist viel besser. Außer bei so labilen Abkürzungen, wie gerade eben zu sehen, die haben echt erwartet, dass ich hier ganz Kreis rundum. Okay, ihr geht wohl heute nicht mehr surfen. Ja, ja. Mir kann's ja egal sein. Geld habe ich ja genug. So, ihr Ziel ist noch 2 Kilometer entfernt. Ja, das ist schon der Shop, den ich gemeint habe, der Tuning Shop. Gut, gehen wir mal rein. Ist das auch für den Audi? Ich schätze mal schon. Sie können Ihr Auto verbessern. Wählen Sie das Tuning-Set, das Ihnen am besten gefällt. Durch Tuning kann sich allerdings Ihre Fahrzeuggruppe ändern. Ja. Ah. Mercedes-Benz Königs... Oh, Königsegg macht geniale Wagen, sag ich nur. Später werdet ihr sehen, was ich meine. Also gut, hier kann man Geschwindigkeit und so verbessern. Ah gut, er bleibt bei F. Sehr gut. Da brauchen wir keinen zweiten F-Wagen. Hier sieht man rechts, wie es ist. Gewicht würde sich senken, FPS steigen, also alles eigentlich besser. Ja, kaufen wir natürlich. So, ein getunten Audi, sehr schön. Sie haben eins ihrer Fahrzeuge getunt, sehr gut. Ah ja, genau, wir hatten ja eigentlich ein Ziel vor Augen. Da sollten wir noch hin. Die Nachricht zeigt einfach nur an, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Mehr eigentlich nicht. So, gut. Aus dem Weg, ihr Lamenten. Ihr Ziel ist noch 1,5 Kilometer entfernt. Oh Gott, ich werde schon wieder verfolgt. Diesmal von Alex. Neu berechnet. Das ist Hocker. Ihr Ziel ist noch 1 Kilometer entfernt. Okay, so, Entschuldigung. Alex hat eine coole Karre, die will ich auch. Hey Alex, an der nächsten Kreuzung bleib doch mal stehen. Ich will doch nur wissen, wo du deinen Wagen hast. Naja. Gut, der liebe Alex ist leider schon weg. Deswegen werden wir das wohl selber rausfinden müssen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Bestimmt nicht bei Lamborghini, aber die wissen, wie man Autos macht. Oh ja, sowohl in Leistung als auch in Design haben die sind die auf einem anderen Stern, sagen wir es mal so. Geniale Fahrzeuge. Der Gallardo SE, och, sind das coole Fahrzeuge, Mann. Ich will am liebsten jedes einzelne kaufen. Ach, wisst ihr was? Ich will jetzt diesen Lamborghini Gallardo Spider, den will ich jetzt haben. Jetzt! Und wie machen wir das am besten? Indem wir uns Rennen suchen. Schön, jetzt nur eine Ausliefermission. Sonst nix. Ach, sag bloß, ich muss ja erst die Rennen in der Stadt fertig machen. Was soll's, machen wir es für den Lamborghini. Wir tun's jetzt. Ich will den Lamborghini haben. Auf jeden Fall.
Gott, was für schlechte Autos. Eure Autos muss man einäschern lassen. Oh ja. Vor allem deins, William. Du solltest dir eine neue Karre holen, echt. Gut. Neben den ganzen Rumgefahren noch ein paar Rennen. Auch wieder mal was Schönes. Und... ah ne, ich bremse lieber ab. An der nächsten Kreuzung links. Wenn wir schon rechts, links abbiegen müssen, dann machen wir das auch richtig. Und Sprung, oder auch nicht. Gut, eine Chance haben sie sowieso nicht gegen mich. Habe ich auch nicht erwartet. Und... ah, der William ist natürlich ganz hinten. Hätte ich mir schon denken können. So. Gut. Wie weit sind die denn entfernt? Oh Gott, 6 Sekunden. Das könnt ihr aber sowas von vergessen. Und Sieg. Oh yeah. Gleich nochmal 7000 auf die Hand. Können wir gleich... gut, 5 von 120 Gold Cup. Oh cool, jetzt sind wir Amateur. Wie man hier sehen kann. Sie haben eine Stufe Amateur erreicht. Was bringt das? Glückwunsch, Sie haben gerade die Stufe Amateur erreicht und damit Zugriff auf den Fotomodus. Ach so, man schaltet anscheinend neue Sachen frei, okay. Oh, was Schönes. Gut, teleportieren wir uns mal hier hin und dann fahren wir mal schnell zu den Strecken dort. Zu den Rennen. So. Auf den GPS hören wir wohl besser nicht. Ihre Reiseroute, da müssen wir neu den berechnen. Ganzen Umweg doch fahren. Erstmal schöne Drifting-Einlage, geh mal aus dem Weg, ja. Durch meinen ganzen Staub sehe ich gar nichts mehr. Ja, hier durch. Oh nein! Sie fahren in die falsche Richtung. Bitte wenden. Und so kann man auch Auto fahren. Rechts abbiegen. Links abbiegen. Gut, dort hinten sehe ich schon das Rennen. Sehr gut. Und fangen wir mal an. So. Und starten. Gibt es nur 5000? Schade, ich hätte jetzt auf mehr gehofft, aber naja. Wir müssen sowieso alle Rennen machen, also... was soll's. Mir ist auch aufgefallen, am Anfang fahren die immer so links und rechts. Ist echt. Es geht nur in eine Richtung und das ist geradeaus. An der nächsten Kreuzung rechts abbiegen. Abgesehen von jetzt geht's rechts durch. Ja. Oh Gott, ah Mist, blöde Bande, ansonsten wäre ich einfach schnurstracks durchs Gras gefahren. Links ab. Ach, blöde Banden überall. Da kann ich ja gar nicht richtig abkürzen. Aber naja. So. Sehr gut. Und wie weit sind die hinter uns? Okay. Weit genug hinten. Links. 5 Sekunden, oh ja. Ihr merkt schon, man kann auch, Audi TT ist zwar gut, aber jetzt auch nicht, unglaublich gut, aber am Anfang sind die Rennen auch schon ziemlich leicht. 8 Sekunden Vorsprung, das spricht wohl für sich. An der nächsten Kreuzung rechts abbiegen. Und so. Nettes Rennen zwischen Freunden war das. Ja, ja. Hab ich mal 5000 so nebenbei verdient. Auch gut. So. Was müsste ich denn noch machen? Das Rennen hier müsste ich noch machen. Ihre Reiseroute wird neu berechnet. Was war das denn jetzt? Ey, so ein Blödmann. So
so ein blöd, Mann, aber auch. Hallo? Ich mache hier nur eine gefährliche Drehung auf der falschen Seite. Ihr Ziel ist noch immer noch 2 Kilometer entfernt. Kein Grund, mich zu rammen. Und Mike kommt in rasender Geschwindigkeit. Was für ein Fahrzeug hat der? Ihre Reise. Ich bremse jetzt extra, aber ich will wissen, was für ein Fahrzeug der hat.